Entschuldigung, ja. Darf ich mir so ein Prospekt mitnehmen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Sind Sie von der Branche? Nein, aber ich möchte mir eine Filmkamera anschaffen. Aber? Eine Schmalfilmkamera. Aha. Ja, schauen Sie, warum nehmen Sie nicht gleich diese? Die hier zum Beispiel? Ja, die ist bestimmt sehr teuer. Das schon, aber nicht für Sie. Ich schenke sie Ihnen. Wie bitte? Ich schenke sie Ihnen. Sie meinen, ich kann die Kamera so mitnehmen, ohne zu bezahlen? Ohne zu bezahlen. Wir sind hier auf einer Messe, hier wird nichts verkauft, wird alles verschenkt. Die kann ich so mitnehmen? Ja. Sehr enorm. Ja. Ich bin sprachlos. Bitte schön. Dankeschön. Bitte. Ja, Sie brauchen ja auch Filme, nicht? Wenn zum Filmen braucht man ja Filme. Nehmen Sie ein paar Filme mit. Können Sie was Schönes drehen? Sehen Sie, hier. Dankeschön. So, bitte. Tommy. Ja, so und Moment. Jetzt, wenn Sie gefilmt haben, müssen Sie auch vorführen, nicht? Dann nehmen wir einen Vorführapparat hier. Den größten, der ist sehr gut, so. Und können Sie mitnehmen. Das habe ich noch nie erlebt. Moment mal, vielleicht ist es eine Unverschämtheit, aber zum Vorführen braucht man natürlich, vielleicht seien Sie nicht böse, aber braucht man natürlich auch eine Leinwand. Ach Gott, ja, dass ich das vergessen kann. Verzeihen Sie vielmals. Hier haben Sie eine Leinwand, sehen Sie gleich, mit Stativ. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich kann alles so mitnehmen. So wie Sie. Danke, danke. Hey, no. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gerade eine Kaffeepause gemacht. Ja. Womit kann ich Ihnen helfen? Ist das Ihr Stand hier? Jawohl. Da würde ich das nächste Mal besser aufpassen. Ich habe gerade gesehen, wie der Herr da drüben einige Dinge geklaut hat. Was? Wirklich? Ich würde mich aber beeilen, sonst ist er weg. Hallo Sie, was machen Sie denn da? Moment mal, geben Sie mal sofort die Sachen wieder zurück an den Tisch. Moment. Da kommen Sie mal bitte sofort mit. Legen Sie die Sachen sofort zurück an den Tisch. Ladendieb. Ladendieb? Entschuldigung, ich habe die Sachen gerade von dem Herrn geschenkt gekriegt. Ach, ja, das sagen die immer. Ja, das ist eine ganz faule Ausrede. Das ist ja fantastisch, dass Sie so aufgepasst haben. Bitte. Fabelhaft, dass Sie ihn erwischt haben. Ja. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen die Sachen. Nein, das wäre nicht nötig gewesen. Und Sie kommen jetzt mit zur Polizei, aber sofort. Leute gibt's,